Wichtig ist dann, wenn ihr einen Ball kriegt, der erste Kontakt. Können Sie euch mit dem ersten Kontakt drehen? Das ist schon für mich schwer, weil dann habe ich links, rechts zu vorbereiten. So weiß ich, bist du mit dem Ball, ja, muss ich nicht unbedingt viel machen, kannst nicht viel machen. Du schaust weg von mir. Du musst da ein Tor schießen und solange du dorthin schaust, schießt er kein Tor. Und der andere Tor schießt, das weiß ich nicht. Aber jetzt so ist dann, hast du einen guten ersten Kontakt, ist schon wieder schwer. Oder du kannst dich drehen und bist auf mir, dann ist es für mich schwer. Oder ihr seid oft quasi schon so vorbei, weil ihr eine gute Drehung habt. Schaut, dass ihr den Ball behaltet. Ihr werdet oft langsamer und dann habe ich noch mal Chance, dass ich halt einen Fuß reinhalten kann oder einen Rennplatz gibt. Wenn ihr mal so seid, entweder gleich einen Schuss oder halt wirklich im Tempo. Ich kann nicht mehr machen. Ich kann dann ja Achselstellen oder irgendwas, aber wenn ich mal vorbei bin, schauen, dass ich schneller werde. Oder auf keinen Fall langsamer. Weil dann ist es für mich schwer. Weil oft dann wartet sich der Ball wieder so wie so. Dann kann ich vielleicht nochmal einrutschen oder irgendwas. Schauen wirklich, einen guten ersten Kontakt. Schauen, dass ich mir einen Stürmer drehen kann, dass ich auf den Verteidiger schaue, dann habe ich Probleme. Solange ich das zusammenbringe, dass du da oben schaust, tue ich mich leichter. Weil da kann mir vielleicht mehr helfen kommen, aber solange du gut hinschaust.